So, wieder die rechte Seite für Super Attack Speed. So, ich freue mich jetzt wirklich gleich auf dieses Game Guards. Man muss es mögen, man muss es nicht. Ich mag so Rundenstrategie mag ich eigentlich überhaupt nicht. Das sollte ich nicht sagen, dass ich das mag, weil ich mag es nicht. Aber ich liebe Tower Defense Games und wenn da eine Spur Strategie dahinter steckt, dann stehe ich da so richtig drauf. Also es geht doch nichts über Strategie. Wo man ein bisschen was sinnvoll machen muss, damit man es schafft, so auf die Art, ne? So, Wave 23 haben wir. Es geht voran. Wir brauchen Super Attack Speed hier. Weil doch sehr viele Herzen kommen und alles under control. Das hat man auch schnell wieder ready. Also die Abklingzeit geht richtig super runter hier. Selbst die DDTs in Wave 24, DDTs und grüne. Wow, Water Attack. Das läuft. Die wollen uns hier fisten. Aber das geht natürlich nicht durch. Babo wird das hier regeln. Super Attack Speed auf den grünen Banner hier. Jawohl, läuft. Nochmal Super Attack Speed Nummer 2. Läuft. So, und da ist Tower Defense das, was dann noch ein bisschen durchkommt. An die Brust sozusagen. Den grünen werden wir gleich so regeln. So, jetzt wird es Zeit, dass ich das hier upgrade. 10-8 brauchen wir dafür. So, zweimal aktivieren, dann geht es hier super durch. Ice Tower macht ihn nützlich. Da kommt nicht wirklich was an. Hier kommt eine Menge zu ihm. Boom! Und weg das Zeug. Genau so gehört's. Super Attack Speed! Das ist richtig cool, diese Super Attack Speed. Wir machen alles weg hier, also das ist echt gut. So, jetzt werden wir das hier gleich mal upgraden. 10-8 brauchen wir, 3-400 noch. Ja, da kommt jetzt einiges an. Wow, 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 was ist denn hier los? Drei Grüne. Halleluja, guten Morgen. Also das sind Wave 28, also die wollen es hier nur wissen. Das ist eine Extrem-Attack. Aber das kriegen wir schon hin. So, jetzt müssen wir das mal aktivieren hier. Die Grüne müssen weg. Okay, Grüne sind weg, aber es ist noch viel über. Holy shit. Oh, der Ice Tower ist jetzt viel gefragt hier. Die Schwarzen, die werden mal durch, wenn ich... Gott. Haben wir nur mal Schwein gehabt? Die Schwarzen sind echte Misthunde. Also es geht hier richtig ab. Eine Frage, ob wir das schaffen. Oh, 30er, 30er, okay. Boah, ist das Hardcore gerade. Komm, ich brauch das hier. Gleich sofort zweimal aktivieren, dass wir ein bisschen Luft hier haben, ey. Das geht ja richtig ab hier. Holy shit, der Eistauer hier, der rettet mir wirklich das Ärschchen. Darum werden wir auch einen zweiten Eistauer hier nehmen. So, dann machen wir einmal Super Attack Speed. Nochmal, wir müssen diese Grünen hier loswerden. Zweimal aktivieren, weg mit dem grünen Zeug. Läuft, geschafft. So, jetzt muss man natürlich den Rest hier auch noch ein bisschen penetrieren, sozusagen. Alter, das war eine Attack. Da muss ich jetzt viel Honor kriegen, wenn wir das schaffen. Das werden wir nicht schaffen. So. Oh Gott, der war hart. Also die Attacke war echt hart, das muss man sagen. Aber erfolgreich zurückgeschlagen. So, wie sieht's aus? Ja, da kriegen wir ordentlich was. Der hat 949 Honor. Wir haben 1031. Ich krieg 26. 2384 Plutonium. Da kann man auch damit leben. Und der kriegt eine Revenge-Äpfel. Das ist jetzt nicht gut. Ich habe ein bisschen zu wenig. Scheiße. Hat der Typ Glück. 192. Beziehungsweise 126. Wieso steht da 2900? Ach so, wir haben zu wenig Plutonium. Das ist scheiße. Hat er Glück gehabt, kriegt er keine Revenge Attack. Weil ich habe zu wenig Plutonium. Ich investiere jetzt hier nicht für einen Angriff über 100 Bluestones. Das ist dämlich einfach. Sowas macht man nicht. Und warum? Weil es für einen Arsch ist. Ne, für einen Arsch nicht, aber egal. So, dann werden wir hier investieren, dass der Beacon wieder da ist. Schon wieder das Gleiche. Ihr wollt mich doch verarschen. Aber egal. Babo macht es.
Babo Rock die Bude. Das war extrem hart vorher, muss man auch sagen. So. Der Standard anfangen und los geht's. Nonstop rein. Es muss locker zackig flockig hier gehen. So, wir könnten auch die nehmen, die sind auch nicht so blöd. Eine Idee, schau mal, der ist in der Range, passt. Kriegt gleich seine Tower hier. Oh, hoppala. Mal aufpassen, dass die Scheiße hier nicht durchgehen. So, die Tower halten auch sehr viel auf. Riesen Range haben wir, läuft. Gegen Stahlblunz habe ich nichts, da werde ich den Bumerang wieder nehmen. Der ist nämlich wirklich gut, das muss man sagen. Das überrascht mich, dass der so effektiv ist. So, den würde ich gerne hier hinsetzen. Jetzt ist der blöde Tower da im Weg. Ich pack das nicht. Komm, verpiss dich hier, Tower. Das ist mein Place. So, läuft. Also, gegen Stahlblunz haben wir hier mit was. Oh, wow, wow, wow. Sehr viele Herzen, aber läuft. Butterweich und super sexy und smooth. Kriegen wir das hin? Oh, scheiße. Muss mal nachlegen. Und zwar gewaltig. Da muss man ein bisschen nachlegen, sonst wird das nichts. Oh, das war jetzt eine knappe Sache. Das muss man sagen. Mehr Spikes. Heißt aber, wäre auch nicht verkehrt. Oh Gott, so viele Stahlblunts. Das ist jetzt nicht so toll. Aber es geht. Camouflage-Status weg und es läuft. So, jetzt werden wir das hier machen. Jetzt ein bisschen mehr Gas geben hier. Bosse kommen auch. Ey, das passt mal gerade überhaupt, ne? Wohoho. Das ist nicht gut. Wir brauchen hier nur ein bisschen mehr Wumms in der Hütte. So haut das nicht hin. So wird das nichts. Schauen wir uns kurz die Range an. Also, wir machen eine Ingenieursparty, den zweiten Ingenieur. Das ist nicht so schlecht. Überall Tower ist immer gut. So, Kammerflag-Status weg, dass das läuft. Ich brauche eine zweite Spike Factory. So, schauen wir die Range. Passt. Die setzen wir hier hin. Schön zum Aktivieren natürlich. Läuft. Ein Problem weniger. Oh Gott. Noch mehr noch mehr Keramiks gibt's nicht. Boah, ist ja wirklich ein sehr harter Angriff schon wieder. So. Ja, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Ja, noch schon wieder nicht. So, einfach mal aktivieren, ein bisschen mithelfen. Schadet nicht. Hau rein, alles, wir sehen uns. Ich sag's dir dann wegen Doom, gell? Also, spätestens kommende Woche. Und ich meine es genau so, spätestens wirklich. So, das haben wir wunderbar hingekriegt. Läuft. Dann werden wir den auf Max hier. Ich brauche eine zweite Spike Factory, das läuft so nicht. Und zuerst das hier. Dann das hier. Wow, sehr harter Angriff hier. Aber wir kriegen es schon hin. Kein Problem soweit. Zwei zum Aktivieren haben wir. Den hier sollten wir auf Max. Das ist wirklich nicht schlecht hier, der. Der Boomerang Tower ist wirklich nicht schlecht. Der ist auch, ja, wie soll ich sagen, nicht der teuerste Tower, wirklich, der passt gut rein hier. So, hoppala, komm, lass dich setzen. So, nonstop haben wir kurz raus. Die letzte Wave. Ich überlege gerade. Eistower, absolute Pflicht, der kommt hier hin.
So, läuft. Letzte Wave. Welcome to Wave 15. Und dann sind wir beim Boss. Level 11er Boss, der wird hart. So, der Eistor hier muss jetzt das bearbeiten. Die sollen auf dem stärksten gehen. So machen wir das. So, das aktivieren wir mal wieder ready. Wir müssen hier diesen grünen loswerden. Nochmal ready. Läuft, alles weg, den Rest macht der Eistor. Und wir haben es geschafft. Holy shit. Das war knapp, aber... Jo, erfolgreich, sagen wir so. Was heißt aber? Es war erfolgreich. So, ich habe hier... Wow, zwei Plätze habe ich sogar frei. Wo kommen denn immer die Plätze her? Kriege ich Land geschenkt oder was irgendwie? Hier auch? Hä? Das stimmt doch was nicht. Hä? Alter, wieso habe ich hier überall frei? Das stimmt, irgendwas gewartet nicht. Warte mal, Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Muss mal kurz durchschauen, ob mir irgendwelche Gebäude fehlen. Nicht, dass die Beschädigten absterben, wenn ich sie nicht repariere. Das wäre blöd. Na gut, ich habe kein Geld. Jetzt sehe ich das. Scheiße, das sehe ich nicht, wenn ich kein Geld habe. Muss mal kurz hier Geld holen. Ja, viel kriegen wir nicht zusammen. Ja, das ist aber wirklich komisch jetzt. Ja, das verstehe ich jetzt aber nicht. Wo kommt denn der ganze freie Platz hierher? Klugerne, okay, das weiß ich. Heißt aber, nee, die Gebäude sterben nicht ab. Ich kontrolliere das mal kurz hier, weil... Nur zur Sicherheit. Alle Gebäude da, es fehlt nichts, es ist nichts weg. Überall 1 von 1, das passt. Schauen wir mal, ob das Special. Haben wir auch. Alles da. Wo habe ich denn diesen Platz her auf einmal? Bin ich dumm oder was? Bitte. Ich muss mal kurz umschauen im Dorf. Hier auch? Hä? Hier auch? Was ist das denn? Alter, was ist das denn, Leute? Wo habe ich denn diesen scheiß Platz hier her? Ich will ja nicht undankbar sein, aber wo habe ich das her? Ich kapiere es gerade nicht. Jo. Das ist echt komisch. Hm, das verstehe ich nicht ganz. Hat er mal irgendwas nicht gespeichert oder so? Das ist echt komisch. Egal. Dann bauen wir ein paar Eistor. Machen wir das voll hier. Oh, hoppala. Hier ist ja der... Oh, ich wollte es abbrechen, aber ist egal. So, habe ich hier auch noch frei? Ne, hier ist nichts frei. Ich finde es komisch hier, dass hier so viel frei ist. Ich finde es sogar faszinierend. Ja? Den wollte ich eh woanders hin, komm her. Ich versetz mal. Hier ist auch frei. Hey, das ist... Verschwinden hier meine Gebäude oder was? Ich kapiere das gerade nicht. Kann er nicht verschwinden hier? Das ist doch echt komisch. Oder ich krieg Land geschenkt oder so? Keine Ahnung. Ich glaube eher wenig, dass die mir was schenken hier. Vielleicht durch diesen PvP irgendwie. Das ist doch komisch hier. Hm. Aber mir fehlt nichts, also. Keine Ahnung. Joch, zwei Flächen frei. Was geht mir denn denn? Schon komisch, Leute. Das kapiere ich gerade nicht. Es ist faszinierend einfach. Wieso ist hier freies Land? Ich baue immer alles normalerweise gleich zu, sage ich. Hier ist ein Loch. Warum kommt mir das gerade ein bisschen komisch vor? Hoppala, Upgrades bauen jetzt. So, hier haben wir auch alles. Es fehlt nichts. Definitiv nicht. Eine Windmühle kann ich noch machen. Ja. Bauen wir hier hin. Zack, 30 Bluestones investiert. Dann kann ich es gleich upgraden. Das Hammer, das ist ja kein Problem. Das ist wirklich komisch. Überall habe ich hier freies Land. Ich weiß nicht, wie das geht. Weil normalerweise baue ich alles zu. Ich kann es nicht nachvollziehen gerade. Ich finde es zwar grundsätzlich super, aber ich kapiere es gerade nicht. Ne? Das ist echt komisch. Das irritiert mich voll jetzt. Wo kommt das her, meine ich, ne? Komisch.
Ich will ja nicht undankbar sein. Wenn man was kriegt, kriegt man was. Aber woher? Check's echt nicht. Hm, aber mir soll's recht sein natürlich, ne? Irgendwie als Bonus wahrscheinlich oder so. Okay, ja. So. So, das und das muss ich einnehmen, dann kann ich die Riesenbude bauen. Aber wir könnten es auch verschieben um eins. Warte mal. Machen das anders. So, komm her, Flughafen, du musst hier hin, wenn man das anders macht. Oh, haben wir umsonst verschoben. So. Komm her, du auch. Gehst da rauf, wir werden das jetzt hier frei machen. Dann habe ich hier ein 9er Feld frei. So, jetzt muss ich wieder ein bisschen randalieren kurz. Wir werden das jetzt sofort bauen. Ja, aber da brauche ich Geld. Mann, was mache ich denn? Ich will was bauen und habe eh kein Geld. Schlauheit for the win. So, machen wir mal den Boss Level 11. Ich nehme da 3 Supple mit. Das wird schwierig, Leute. Aber wir kriegen das schon hin. So. Jetzt nehmen wir den davor. Und los geht's! Ja, nur einen zweiten. Oh. Stahlbonus, okay. Warte, einen Vorteil, ich krieg ordentlich Kohle. So. Das nehmen wir auch. Double Spike-Ausstoß. Das hilft. Damit können wir was anfangen. Das hier werden wir weg. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich, schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!